Anime. Sicherlich ist er dir auch schon mal in den Kommentaren unter Videos von großen YouTubern begegnet. Er schreibt Sachen wie: Abonniert mich, ich mache viel bessere Videos als Gronkh, LeFloid oder sonst wer. Wenn man sich seinen Kanal dann mal anguckt, sieht man nicht nur, dass er 488 Abonnenten. Entweder sind das alles Hater, die auf dem neuesten Stand seiner Videos bleiben wollen, oder einfach Fake-Accounts. Und ich füge die Zahlen mal ins Alphabet hinein. 4 gleich D, 8 gleich H und 2 8 hintereinander gleich HH, sprich 488 gleich DHH. Na, merkst du etwas? Aber eigentlich sollten wir ihm danken, weil möglicherweise denkt er, dass wir noch Kleinkinder sind, die die deutsche Sprache lernen. In seinen Videos zeigt er Gegenstände wie Fahrradständer oder Golfschläger. Und das ist doch recht gut, nicht? Wahrscheinlich will er aber nur, dass KuchenBV, Ernstling und der Sohn von Julians Blog ein Video über ihn machen. Aber die Arbeit habe ich ihnen abgenommen. Denn die Elite kümmert sich nicht um so einen Scheiß. Dieses Video von Mitchell hat mich dazu... Dieses Video von Mitchell hat mich dazu inspiriert, eine neue Playlist zu machen, um Kindern sprechen beizubringen. Die 1-Wort-Playlist. Ich werde ein Wort wie Baum oder Tür auf ein Blatt schreiben und es bei einer 2-sekündigen Aufnahme ins Internet stellen. Damit auch die sehr jungen Zuschauer meine Fans werden und ich meinem Ziel näher komme, PFDP zu überholen. Was das angeht, ich bin schon nah dran. Ich habe gerade die 500 Abonnenten erreicht und möchte euch allen danken. Das große Special dazu wird sein, dass ich einen 500-Abo-Special-Song schreibe, der am Samstag um 14 Uhr rauskommt. Und noch etwas, am Freitag kommt endlich das dritte FAQ-Video, in dem ich wieder 5 Fragen beantworte, und schreibt am besten unter dieses Video eine Frage, wenn ihr drankommen wollt, und vielleicht kommt ihr das dann.